Vorweise 80 Und einen schönen guten Tag, meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube. Ich befinde mich heute zur allerletzten Tag der Halloween-Saison bzw. der kompletten Saison des Movie Park Germanys. Ja, heute ist der 13.11. Das heißt, wir sind schon eigentlich weit über Halloween. Aber trotzdem haben wir auch noch heute die Chance, einmal die Halloween Nights mitzunehmen. Ich freue mich, wie gesagt, drauf, weil, eigentlich ist das Halloween-Feeling abgeklungen. Auch unsere Maze ist schon länger her. Aber trotzdem habe ich noch Bock, heute hier von ein paar Monstern erschrocken zu werden. Und werden auch eine Maze machen. Haben wir noch einen Platz gefunden bei Project Ninjo. Würde ich sagen, machen wir den heute auch nochmal. Dann später noch meinen Erfahrungsbericht zu der Show Madhouse, denn die haben wir auch beim letzten Besuch hier gemacht. Aber da war ich tatsächlich mal off-camera hier im Freizeitpark. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt den Vlog an hier. Ich hoffe, dass der Vlog gut ankommt, weil es ist heute der allerletzte Tag des Movie Park Germanys der Saison 2022. Und wie gesagt, der letzte Tag Halloween ebenfalls. Also machen wir heute quasi ein Halloween-Abschlussvlog und beenden das Ganze hier mit diesem Video. Alles klar, dann würde ich sagen, starten wir im sonnigen, schönen Bottrop hier im Movie Park. Das Wetter ist wieder mega passend. Es ist einfach mega warm gerade. Später wird es mega kalt, aber auf jeden Fall starten wir jetzt unseren Tag hier im Movie Park. Und ja, es ist tatsächlich so ein bisschen noch was los, aber es ist nicht so viel los wie im Vergleich der letzten Wochen noch vor Halloween. Es war auf jeden Fall rappevoll gewesen, weil zum Beispiel kriegst du jetzt auch noch Plätze für die Maces, also das ist gar kein Problem. Außer Hell House hast du noch ein paar Plätze bei den anderen Maces. Aber wie gesagt, Projekt Ninjo wollen wir auf jeden Fall machen, denn unsere Begleitung heute, die beiden haben tatsächlich diese Maze noch nicht gemacht und von daher schauen wir mal wieder rein. Und wie gesagt, mein letzter Besuch in dieser Maze war auch 2019, also als sie neu war, und das war es auch nur einmal drin gewesen. Deswegen machen wir heute Project Ninjo. Und ja, wie gesagt, wir parken auf dem großen Parkplatz auf der Wiese, aber der war auch gerade noch nicht so voll, also vielleicht zwei Reihen. Also wird es heute eher ein entspannter Halloween-Tag-Abend werden. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie hier nochmal richtig Gas geben am letzten Tag der Halloween-Saison bzw. der Saison hier im Movie Park. Und schließen heute, wie gesagt, den Tag und die Saison ab. Und dann geht's straight rüber zur Wintersaison. Wird angefangen mit Phantasialand Wintertraum und dann geht es weiter Richtung Europapark und so weiter und so fort. Eventuell vielleicht sogar auch noch das Disneyland. Das machen wir vielleicht auch noch. So, erstmal machen wir eine kleine Frühstückspause und dann melde ich mich wieder zurück. Hier, da was Süßes. Oh, jetzt stehe ich hier gerade vor Studio 6. Ach ja, wir haben gerade Pizza gegessen, war sehr gut. Haben uns geteilt, Jenny und ich, und bin satt geworden. Und ja, jetzt stehen wir quasi vor Studio 6, der alten Stuntshow. Warum alt? Ja, weil jetzt findet tatsächlich gerade hinter den Fassaden der Umbau statt von der Hauptfassade, also von dem Background der ganzen Studio 6 Bühne. Und es wird auf jeden Fall verändert werden, umgeändert, umthematisiert. Aber welche Kulisse es sein wird, weiß ich noch nicht. Es wird aber auf jeden Fall verändert werden. Und wie gesagt, gerade ist ja der Abriss im Gange. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Kulisse am Ende denn aussehen wird, wie die Show sein wird. Wird es viele Änderungen geben, wird es ein neues Team geben? Ich weiß es nicht, aber irgendwas wird sich auf jeden Fall tun in der Show, denn die Crazy Cops sind tatsächlich jetzt auch Geschichte hier im Movie Park und machen Platz für neue Innovationen und vielleicht eine komplett andere neue Show hier im Movie Park. Also auf jeden Fall hier einige Neuerungen, die jetzt schon stattfinden. Schade, dass wir nicht reingucken können. Naja, ist halt so.
unsere erste Anlaufstelle nach dem Essen. Und zwar wollen wir mal wieder ins Roxy gehen, wo wir schon länger nicht mehr drin waren. Ich glaube jetzt tatsächlich sogar ein Jahr nicht mehr drin gewesen. Jetzt zu den Looney Tunes. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, abends nochmal It zu gucken. Ich weiß es halt nicht. Aber Roxy muss sein. Premium Kino, mega gut. Gute Effekte und gute Bildqualität. Willkommen im Ferienkino Roxy. Wenn Sie jetzt ins Kino gehen, bitte nehmen Sie alle Sachen mit, die Sie bei sich führen. Kinderwagen, Rollerwagen, Zwillingswagen, Hackenbrosche, kleine Bälle, große Bälle, kleine Drachen. Schwiegermutter. Bitte denken Sie auch daran, unsere Türen sind freundlich und entgegenkommend. So, dann genießen wir jetzt erstmal den Film hier mit den Looney Tunes. Ja, gut, gerade kommen wir aus dem Roxy, haben uns die Looney Tunes angeguckt, mega cool. Wie gesagt, das Kino ist wirklich qualitativ sehr hochwertig, es hat alles funktioniert. Die Bildqualität ist super, 3D-Effekt auch mega gut. Sitze wackeln alle, kriegst Luft, kriegst Wasser. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, öfter mal da reinzuschauen. Wie gesagt, ein Jahr her, als wir das letzte Mal drin waren. Und wenn wir es schaffen, gehen wir heute tatsächlich nochmal zu It rein. Wie gesagt, falls wir es schaffen, weil wir haben ja noch die Maze, Project Ninho. Und außerdem wollte ich noch zu Stefan Nölle, wenn es stattfindet, uns nochmal die Hypno-Show angucken. Wenn sie denn tatsächlich stattfindet, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon und ja. Genau, und so machen wir jetzt weiter. Jetzt keine Ahnung, was wir machen werden. Die Wartezeiten sind tatsächlich ein bisschen angespannt hier. Wir haben wieder 120 Minuten bei dem Van Helsing Coaster, war ja klar. Dann haben wir Bandit mit einer Stunde Wartezeit und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, es ist schön sonnig weiterhin, keine Wolke am Himmel. Und somit machen wir jetzt weiter hier. Und später dann wieder Monster und Halloween Time. Ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn Halloween vorbei ist, schon seit 2 Wochen, aber trotzdem. Mega cool, dass Moviepark noch so lange durchzieht. So, jetzt habe ich Lust bekommen auf ein Ründchen Moviepark Studio Tour. Und ich glaube, die Wartezeit ist noch ertragbar, von daher machen wir das. Excalibur soll wohl 50 Minuten haben bei einem Wetter, was nicht allzu warm ist, aber auch schönes Wetter, aber trotzdem ist es nicht warm. Ich glaube Studiotour, halbe Stunde sind wir dran, dann machen wir das auch noch jetzt, bevor die Saison dann auch endet hier im Moviepark. Handy, Alter. So. So, fahren wir eine Runde Studio-Tour.
schon mal. Zeit hinter uns. Angegeben waren 30, 35. Ich weiß nichts. Wie gesagt, es war quasi schon fast 1,5 Stunden, die wir hier verbracht haben in der Queue. Störungen hatten wir vorher, also bevor wir in die Queue rein sind, gehabt. Aber danach halt nicht. Naja, gut. Ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass wir mit weniger Wagen fahren oder ob es hier noch Unstimmigkeiten gibt mit mit Einstieg und Co., dass viele Plätze frei bleiben. Aber ja, es hat wirklich sehr lange gedauert.
Und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Immer noch. Ja, Studiotour erledigt, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was da los war. 1,5 Stunden Wartezeit und wie gesagt, angegeben waren 35, gerade auf dem Handy oder in der App stand 40, also das passt ja irgendwie nicht zusammen und Störungen hatten wir jetzt im Laufe unseres Anstehens nicht gehabt. Komisch, komisch, aber gut, 1,5 Stunden sind jetzt weg, toll, danke. Und ich würde sagen, wir begeben uns langsam so Richtung Halloween-Time. Und würde sagen, dass wir uns heute mal die Parade angucken, also wenn die Monster quasi rauskommen, auf die Main Street am T-Kreuz. Da werden wir uns auf jeden Fall hinstellen nachher und ja, die Monster genießen, sagen wir es mal so, zum letzten Mal in dieser Saison. Und Moviepark, wie gesagt, diese Saison auch heute dann zu Ende. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn sie Monster erwachen. Und Stefan Höller gibt es heute auch. Also wisst ihr Bescheid. So, jetzt warten wir tatsächlich aktuell auf die Monster, die jetzt gleich durch das Roxy-Kino rauskommen und hier eine kleine Performance für uns hinlegen werden. Und nochmal wollte ich an alle Leute einen Gruß rauslassen, die mich gerade angesprochen haben. Und ja, es funktioniert doch. Kommt zu mir, sprecht mich an. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und kommt auch ruhig, wenn die Jenny da steht. Also da dürft ihr auch vorbeikommen. Ne, auf jeden Fall jetzt die Monster-Show für euch. Und für uns danach, direkt nach der Monster-Vorführung hier auf der Main Street, geht's zu Project Ninjo und besuchen die Maze seit knapp 3 Jahren, als wir die das letzte Mal besucht haben. Also, Halloween beginnt jetzt wieder für uns und für euch auch das letzte Mal für diese Saison. Ich bin ein bisschen traurig, aber es gibt ja nächstes Halloween. Also, let's go! Thank you.
Ja, die Monster haben wir jetzt quasi begrüßt und jetzt sind wir tatsächlich auf dem Weg zum Project Ninjo, denn um 18.15 Uhr haben wir die Maze gebucht und würde sagen, wir schlendern jetzt mal durch die fette Menschenmenge. Es ist echt wirklich sehr viel los mal wieder hier im Moviepark am letzten Tag der Saison 22. Also, ab geht's zur Maze. Und guckt euch's mal an. Wie immer nach der Monstervorführung ist hier die Hölle los. Man kennt es. Man kennt es. Hallo, meine Schöne! Hinter dir! Kaputt heute. So. Ja, wir kommen unserem Ziel immer ein bisschen näher, aber ihr habt es ja jetzt gerade im letzten Schnittbild gesehen. Es ist erneut wieder mega voll hier. Aber nochmal hier im Moviepark an den Halloween-Tagen. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass heute nicht so viel los ist. Tatsächlich. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und ja, ich liebe Nebel. Nebel ist super. Jetzt kommen wir auch zu einer coolen Area an Halloween. In die Western-Stadt. Auch mit sehr schönen Charakteren. Ja. Jetzt wird es wieder neblig. So. Und natürlich auch mit Rammstein. Hier in Rammstein City. Ja, Rammstein Area. Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will. Ich will eure Energie. Für Vorteil.
jetzt sind wir fast an unserem Ziel angekommen. Da hinten die weiße Halle ist unser Ziel. Mega gut. Und hier ist nicht so viel los. Mega gut. Aber ja, der Park ist rappelvoll gerade. Wie gesagt, die Plaza, wo die Party stattfindet, der ganze Hauptweg, die Main Street, voll gepackt bis quasi hierhin. Und hier hat sich ein bisschen entspannt. Und ja, hier haben wir ein bisschen Gamer-Musik, deswegen schalte mal wieder ab. Ne? Also ihr kennt es ja, in der Maze ist das Filmen verboten, deswegen sehen wir uns nach der Maze und kurz einen Erfahrungsbericht, ob sich's verbessert oder verschlechtert hat. Also bis hierhin kann ich noch filmen. Wir müssen jetzt quasi zu der, ja, zu Studio 1, glaube ich. Die Tickets sind da. Ja, irgendwie ist hier nicht so viel los, ne? Irgendwie. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Jetzt muss ich die Kamera leider wegpacken. Also, wir sehen uns nach der Maze. Ja, jetzt gerade kommen wir aus der Horror Maze Project Ninja. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ja, wie gesagt, das letzte Mal waren wir vor 3 Jahren da gewesen. Und tatsächlich habe ich einige Szenen wohl vergessen, denn die Maze kam mir jetzt länger vor als vor 3 Jahren. Wahrscheinlich, weil ich ja in diesem Jahr, wo wir da waren, da wurden wir quasi durchgescheucht, eher mehr oder weniger. Es waren auf jeden Fall mehr Darsteller damals als heute. Deswegen dachte ich mir, heute ist ein bisschen Personalmangel in der Maze. Aber wie gesagt, die Stimmung da ist mega gut. Die Anfangsszene mit dem Labor einfach immer noch episch, wenn der Schrank zur Seite fährt in der Umkleidekabine. Das fand ich halt mega cool damals, so wie heute. Und wie gesagt, die ganzen Gänge, die sind richtig thematisch sehr gut angepasst, aber irgendwie habe ich es vergessen. Ich habe nur diese gestapelten Käfige im Kopf gehabt, aber diese ganzen Gänge, die ganzen, sage ich mal, Krankenhauszimmer und Marilyn Monroe, habe ich irgendwie verdrängt, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall 3 Jahre, wohl eine sehr lange Zeit für meinen Kopf, sodass ich Platz schaffen musste im Kopf für andere Dinge. Nö, aber auf jeden Fall, 6 Euro hat die Maze gekostet, lohnt sich tatsächlich mal reinzuschauen, falls du noch nicht drin warst oder falls du so vor 3 Jahren drin gewesen bist, lohnt sich noch mal reinzuschauen, weil du vergisst tatsächlich einige Dinge, die da passieren. Und die Thematisierung der Räume, auch mega schön. Wie gesagt, Hell House hätten wir auch gerne mal probiert, aber ich sehe bis heute immer noch nicht ein, da 15 Euro zu bezahlen. Und außerdem hätten wir es eh nicht geschafft, weil immer alles ausgebucht gewesen ist für Hell House. Also selbst wenn wir wollten, hätten wir es nicht geschafft, auch heute nicht, am letzten Tag der Halloween-Saison. Auf jeden Fall, Project Ninja hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Einmal wurde ich erschrocken, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, mich schockt da jetzt mittlerweile weniger. Wir machen ja noch die eigene Maze und irgendwann ist es halt drin. Dann, man will ja erschrocken werden, deswegen gehst du da rein. Aber irgendwann sagt dein Kopf so, ja, dich kriegt das eh nicht mehr. Aber falls es mich kriegt, dann war der Scare sehr gut. Tatsächlich. Und ja, im Holiday Park wurde ich auch nur einmal erschrocken vom Kettensägenmann. Aber der Rest war, wie gesagt, mein Kopf hat sich halt daran irgendwie gewöhnt. Auch wenn man ein Jahr darauf warten muss. Aber wer weiß, vielleicht trainiere ich das ja selber an der Oculus Rift. Ich habe nämlich eine VR-Brille und da spiele ich auch öfter mal so Horror-Games und werde von Zombies und Co. gejagt oder Geistern. Vielleicht kommt es davon, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Project Ninja nochmals zu empfehlen. 6 Euro ist auf jeden Fall okay. Und wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr auch mal das Hell House, wenn es noch steht. Aber ich gehe mal sehr stark von aus. Und mal schauen. Also wie gesagt, aber 15 Euro weiß ich nicht. Ich habe ja Erfahrungsberichte gehört von meinen Freunden und Bekannten. Die meinten, die Aufmachung ist mega schön, die Thematisierung von Hell House ist top. Aber wenn es darum geht, richtig erschrocken zu werden, fehlt da wohl etwas. Wie gesagt, das sind nur Erzählungen von Freunden und Bekannten, aber das haben sie halt alle gesagt. Aber die Atmosphäre und die Aufmachung der Maze, spitze. Also quasi so wie Maison de la Magie im Toverland, quasi so eine ähnliche, ja, es geht in die ähnliche Richtung, sagen wir mal so. So, wir gehen jetzt zu Stefan Nölle, die Hypnose-Show, und ich glaube, danach sind wir so weit fertig hier mit Moviepark. Der Vlog ist tatsächlich diesmal nicht so lang geworden. Falls ich meinem Speicher trauen soll, sind wir knapp, noch nicht mal an der Stunde. Aber gut, passiert manchmal und wir haben heute auch nicht so viel Zeit mitgebracht. Wir dürfen auch nicht
Also wir können nicht bis zum Ende bleiben, weil morgen ist Montag, das heißt früh aufstehen für einige Menschen. Von daher müssen wir auch ein bisschen früher abhauen, aber ist ja gar kein Problem. Wir kommen ja wieder nächstes Jahr für Halloween auf jeden Fall und vielleicht zwischendurch auch mal so in der Sommersaison in den Moviepark. Aber wie gesagt, die Schlussworte erst später. Ich wollte jetzt schon das Video beenden, nee, eigentlich nicht. Wir gehen jetzt zu Stefan Nölle, gucken uns noch ein bisschen ein paar Highlights an von der Show. Wie gesagt, ich bin heilfroh, dass Stefan wieder da ist im Moviepark und die Leute hypnotisiert und uns Zuschauer zum Lachen bringt. Aber auf jeden Fall, ja, gehen wir rüber ins Warsteiner Saloon und dann gucken wir uns ein bisschen an, was da jetzt noch so ein bisschen abgeht. Also, los geht's! Bevor Sie an unserem Casting teilnehmen, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Aus Sicherheitsgründen sollten Menschen mit Herz-Kreislauf-Schwächen und Anfallserkrankungen, wie zum Beispiel Epilepsie, sowie Schwangere von der Teilnahme an der Show absehen. Ansonsten ist die Teilnahme an der Show völlig ungefährlich. Mitmachen darf jeder ab 16 Jahren. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung. Castings gibt es massenhaft, aber ein Casting, das ist neu. Du hast tausend Fragen, was passiert da mit mir? Werden meine Gedanken kontrolliert oder sogar manipuliert? Zieht es mich in seinen Bann? Macht es mich am Ende willenlos? Betrachte mich als deinen persönlichen Casting Director, deinen Reiseführer in eine ganz neue Erfahrung. Mit mir hast du die Chance, dich im sicheren Raum der Casting-Umgebung treiben zu lassen und dich völlig zu entspannen. Oder dich wieder ungenutzter in einem Horrorfilm zu lösen. Lass dich einfach von mir fühlen. Aber denk dran, nur du allein kannst dich von diesem einmaligen Erlebnis abhalten. Die einzige Grenze ist deine Fantasie. Also sei dabei, genau hier, genau jetzt. Hallo! Dumme Geschichte. Ich wollte gerade auf die Bühne gehen, da habe ich mir die Hose aufgerissen. Dann haben wir gedacht, wir nehmen das Bein einfach ab auf der einen Seite. Weiß nicht, ob es schön ist, aber auf jeden Fall besser als mit dem Loch. Mein Name ist Stefan Nölle und ich bin auch in diesem Jahr der Casting Director der Horrorwood Studios hier im Moviepark Germany. Bevor wir loslegen, habe ich ein ganz wichtiges Anliegen. Und zwar hat mein Thekenmitarbeiter Max heute Geburtstag. Max, kommst du mal zu mir auf die Bühne? Was du gesehen hast. Guck mal zu mir, Max. Schön, dass du da bist. Danke, Max. Und damit das jeder auch weiß, Max, habe ich dir was mitgebracht. Ein Happy Birthday Button. Guck mal. Und jetzt einfach für Max. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Ach, das läuft. Happy Birthday, lieber Haras. Happy Birthday, du. Guck mal, ich habe 400 von einem Land. Ja, der jüngste von uns, 23, süß, war. Ja, wird hier auch nochmal sein, der ist halt so alt wie ich. Eieiei. So, bevor wir loslegen, habe ich direkt eine Frage. Und die, zu der Frage bräuchte ich ein bisschen Licht im Saal. Jungs, geht das? Das ist ja nur einer, ist nicht eigentlich. Wer von euch hat schon einmal so ein Hypnocasting gesehen? Einmal die Hand hoch. Es kommen doch immer noch viele zurück. Wer von euch hat noch nie so ein Hypnocasting gesehen? Auch mal die Hand hoch. Boah, so viel frisches Fleisch. Ich freue mich immer, wenn so viele neue Zuschauer in mein Theater kommen. Bevor wir loslegen, möchte ich euch etwas erzählen zum Thema Hypnose, was sie ist und vor allen Dingen, was sie nicht ist. Und mit der Maus klackern, ja. Das mit dem Windows-Sound hat auch eine Geschichte. Ich hatte hier mal einen Lichtsteuerrechner, der hatte Windows 98 und so. Ratet mal wann, 2017. Der hat das mitten in der Show gemacht. Heute habe ich da auch zwei sitzen, die machen das, ich habe schon ein bisschen angeschaut. Naja, also wenn ihr gleich zu mir auf die Bühne kommen wollt, seid herzlich willkommen, schnappt euch einen dieser Stühle. Ihr könnt euch jetzt schon vorbereiten, aber bitte noch nicht aufstehen. Wenn gleich die Musik angeht, kommt ihr bitte über diese drei Treppen zu mir auf die Bühne, schnappt euch einen dieser Stühle. Alle anderen, die im Saal bleiben, die begleiten euch mit dem wärmsten und donnerndsten Applaus, den sie haben. Ich habe noch nie also einmal angeschaut. Schön, dass ihr alle da seid, geht's euch gut? Ja, wunderschön. Als erstes müsste ich jetzt gleich zwei, drei Worte ins Publikum richten. In der Zeit möchte ich, dass ihr euch so hinsetzt, dass links und rechts jemand sitzt, den ihr nicht kennt. Ist einer meiner Einlasshelfer umgefallen? Ja, die stimmt. Da rufen wir. Du bestellst einfach bei eBay hin, Leute. Setzt euch schön um und überlegst noch, kennst du den Mann neben dir, die Frau neben dir? Ich dachte, die Frau. So, die nächsten 10 Minuten werden wahrscheinlich die langweiligsten Minuten an diesem Abend, vielleicht aber auch die interessantesten. Was mir jetzt gerade einfällt, ich habe eigentlich aktuell einen Fototermin. Die Fotografin ist auch da, ne? Ist witzig mit dem einen Bein, ne? Sorry. Mit das Profil vielleicht. Die nächsten 10 Minuten werden gleich die langweiligsten Minuten an diesem Abend, vielleicht aber auch die krassesten, denn da schicke ich eure Freunde, Bekannte, Verwandte, Tagesabschiedsgefährten, wen auch immer. In einen tiefen, natürlichen, hypnotischen Zustand. Für den Zeitraum brauche ich absolute Ruhe. Dieser Vorgang darf auch weder gefilmt noch aufgezeichnet werden. Steckt dazu bitte alle eure Handys in die Taschen. Meine beiden Anlasshelferinnen laufen im Kreis, die gucken, die unterscheiden nicht, ob ihr bei Tinder, Elitepartner, eBay, WhatsApp seid oder filmt. Die nehmen euch den Apparat weg und nach der Show könnt ihr die einfach bei eBay zurückersteigern ins Katalog. Das war natürlich ein Spaß, das mit eBay, aber packt die Geräte bitte jetzt weg. Das hat was mit Respekt zu tun und bis gleich. So, ich zähle jetzt von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 sind deine Augen fest verschlossen. Du kannst durch deine geschlossenen Augen sehen. Bei der Zahl 3 bist du der Meinung, du bist heute, jetzt und hier bei dem größten Rockkonzert deines Lebens. Du bist hier mit deiner Band, aber nicht nur, um deine 10.000 Fans in der Arena zu bespaßen. Nein, du bist auch hier, weil drei der größten Plattenproduzenten im Publikum sitzen. Und du hast die Scheiße, hier ist es groß und laut, oder es ist vielleicht viel zu klein und leise. Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist deins. Und bei der Zahl 3 greifst du schon mal dein Instrument und bereitest dich vor. 1, 2, 3, greif dein Instrument jetzt und hörst du die Rockmusik, eskalierst du total. Und deine Fans lassen dich noch tiefer sinken, die Musik und das Licht ebenfalls. Los geht's und du spielst. Immer tiefer, 1, 2, 3, immer tiefer und tiefer. Ich zähle jetzt gleich von 3 bis 1. Bei der Zahl 1 kannst du deine Augen öffnen, du wirst nicht richtig erwachen. Aber jedes Mal dann, wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, schließt du sofort deine Augen und singst noch 10 Mal tiefer. 3, 2, 1, Augen auf, herzlich willkommen. Hi, magst du Platz nehmen auf dem Stuhl, ihr alle? Hi, magst du Platz nehmen? Nehmt mal alle Platz auf den Stuhl. Ich weiß, ihr habt gerade noch gesessen, jetzt. Und hier oben, mal so, zack,
Könnt ihr den rechten Arm alle einmal ausstrecken, bitte? So, mit der Hand in die Fläche, so. Das hier ist meine Hypnosehand. Jeder, der von ihr berührt wird, sinkt noch 10-mal tiefer. Schlaf tief und fest. Du fühlst dich vollkommen gut. Relax. Die nächste Person, die ich an der Schulter berühre, diese Information ist nur für dich. Wenn du keine Berührung gespürt hast, sinkst du weiter, tiefer und tiefer in dieses angenehme, sichere, entspannte Gefühl. Wecke dich gleich, indem ich dir mit dem Finger auf die Stirn tippe. Dann bist du der Meinung, du bist die Lachpolizei. Und du gehst runter ins Publikum und kontrollierst, dass auf keinen Fall gelacht wird. Wir haben hier keinen Spaß, wir sind hier nicht für Spaß. Und du bist dafür da, dass hier auf keinen Fall irgendeiner lacht in dir. Lachen geht nicht. Lachen ist hier verboten. Und jeden, den du lachen hörst, da gehst du hin und weist den schön in seine Schranken und regelst, dass der auf keinen Fall mehr lacht. Hi, ich habe gehört, du bist Lachpolizei. Ja, kannst du gegen die Lachen? Nee, nicht so schön. Musst du ein bisschen aufpassen. Die nächste Person, die ich an der Schulter berühre, diese Information ist nur für dich. Wenn du keine Berührung gespürt hast, sinkst du noch 10-mal tiefer in dieses angenehme, sichere, entspannte Gefühl. Weck ich dich gleich, indem ich dir mit dem Finger auf die Stirn tippe, kannst du deine Augen öffnen, du wirst nicht richtig erwachen. Vor dir auf der Bühne steht ein Stein. Dieser Stein wiegt 17 Tonnen. Und je mehr du versuchst, ihn zu bewegen, desto fester verbindet er sich mit dem Boden, auf dem er steht. Du kannst ziehen, wie du willst. Der Stein lässt sich auf keinen Fall irgendwie wegbewegen. Hi, kannst du mir kurz helfen? Der steht da oben, wie heißt du denn? Marcel, kannst du ihn weg tun, der steht wie weg. Ja, dann machst du eben ein bisschen so nett. Guck mal eben, was hier noch so los ist. Wo ist der Polizist? Was ist? Schwer, ja, da musst du dich ein bisschen anstrengen vielleicht. Ja, machst du mal, ich gucke mal noch wen dazu. Steht ihr mal einmal auf, ihr beiden. Steht ihr einmal auf. Kommt ihr mal hin, stellt ihr euch einmal in einer Reihe. So Schulter an Schulter, bitte. Das klappt nicht. Wartet kurz, nehmt ihr alle mal euren linken Arm nach oben, schaut in die Handinnenfläche. Darf ich fragen, wie du heißt? Angel, mach das mal einmal bitte hoch. Schau mal in die Hand, eben vielleicht höher. Noch ein bisschen höher. Wie lange brauchst du abends zum Einschlafen? 20 Minuten. Ja, pass auf. Schlaf tief und fest. Für alle anderen, der Arm ist noch ein bisschen höher. Schaut mal, sucht euch einen Punkt aus in der Hand. Habt ihr? Ich zähle von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kommt deine Hand auf dein Gesicht zugeschossen. Berührt sie dein Gesicht, singst noch 10-mal tiefer. 1, 2, 3. Schlaf tief und fest. So, hier, was ist jetzt? Ich kann nicht. Ja. Magst du denn nochmal? Schieb mal weg, war ja nicht so schwer. Kannst du ein bisschen, versuch mal ein bisschen, ich komm gleich, muss mal eben hier mit den Jungs. Berühr dich an der Schulter, fällt dein Arm locker an der Seite runter. Und der Mund gespürt das an deiner Schulter, dann springst du auf, sobald die Musik, die du gerade gehört hast, anfängt und tanzt mit deinem Freund, deine Augen bleiben dabei fest verschlossen. Was ist? Ich bin ja nicht weg. Ja, kannst du ein bisschen versuchen. Warum kann man nur so viel Spaß haben? Alle Frauen wollen nicht mehr Spaß. Schwer, das ist ja auch was Buchungs an diesem ganzen Tag. Was hast du für Musik da? Alles, was sich gut anhört. Ja, ich hab was mitbekommen. Ich glaube, der Polizist hat ja. Ist der böse? Alter, was ist das? Komm, ich tue das an die Seite. Hol du mal die Luft. Schlaf tief und fest. Du fühlst dich vollkommen wohl, vollkommen sicher, vollkommen relaxed. Die nächste Person, die eine Berührung an der Schulter spürt, diese Information ist nur für dich. Halt, schlaf tief und fest. Die Augen bleiben fest verschlossen. Wecke ich dich gleich, indem ich dir mit dem Finger auf die Stirn tippe, sage ich dir, kannst du deine Augen öffnen, du wirst nicht richtig erwachen. Aber du bist jedes Mal dann der Meinung, wenn du diese Musik hier hörst, dass du einer der großen Masters bist. Die ganze Bude ist an der Decke voller Geister. Zum Glück siehst du in meiner Hand einen Protonenstrahler. Du reißt mir den aus der Hand, gehst die Treppe runter und ballerst an der Decke ab, was du kannst. Applaus, Musik und das ganze Licht lassen dich noch mehr Geister sehen. Und immer tiefer sinkt jede Musik aus, weißt du gar nicht, was du hier machst. Hi, bitte gut, was machst du eigentlich beruflich? Habe ich gar nicht gefragt. Ich mache eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker. Ah ja, okay, so mit Licht. Ja, ja. Was hörst du für Musik? Alles. Wir haben da was mitgemacht, hör mal zu kurz. Rettet eure Freunde, schießt ab, was ihr könnt! Da oben! Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Du bist einfach losgerast,
Sie haben meine Pistole weggenommen. Und dann, die ist von meinem Neffen, das ist ganz traurig. Heid, ich kenne dich, ne? Schlaf tief, ich ist immer tiefer und tiefer. Kann ich die wieder haben? Die gehört meinem Neffen. Ja, gerne. Ja? Oder willst du noch, ich weiß nicht, jagst du Geister mit der Plastikpistole? Ja. Ja, dann los geht's. Ganz allein, Freunde, sie ist abschaffend. Herr Polizist, ich brauche mal Hilfe hier vorne. Kommen Sie mal zu. Jetzt darf ich die wieder haben? Mein Neffe ist schon sehr traurig. Komm mal, setz dich mal hin, der lacht auch die ganze Zeit. Ja, weiß ich nicht warum. Hab ich hier nicht gefragt, aber es ist anstrengend. Lachen hier viele Leute? Ja, viel zu viele. Pass mal auf, zeig mir was. Was tief. Du fährst immer tiefer. Deswegen sind dieses angenehme, sichere, entspannte Gefühl. Die nächste Person, die ich an der Schulter berühre, diese Information ist nur für dich. Wecke ich dich gleich, indem ich dir mit dem Finger auf die Stirn tippe, sage ich dir, kannst du deine Augen öffnen, du wirst nicht richtig erwachen, aber du bist der Meinung, dein Name ist aus deinem Gedächtnis gelöscht, dein Name ist futsch, weg, nicht mehr vorhanden, einfach gar nicht mehr da. Je mehr du darüber nachdenkst, desto weniger fällt er dir ein, dein Name ist futsch, weg, einfach gar nicht mehr da. Hi, wo kommst du her? Oh, das um die Ecke, ne? Komm mal mit mir nach vorne. Da fällt mir doch noch was ein, weil bevor wir weitermachen können, da hätte ich zu Mühlheim eine alles entscheidende Frage. Wie lautet dein Name? Ich hätte vier Antworten, habe ich vorbereitet. Antwort A, die drei Fragezeichen. Antwort B, weiß nicht. Antwort C, Antwort D, Punkt, Punkt, Punkt. Möchtest du jemanden anrufen, Publikum fragen? Ja. Was ja? B. B, weißt du? Mit dem Namen kommst du gut durchs Leben, oder? Keine Ahnung. Wo sind denn Ihre Freunde? Mach mal krach. Da hinten. Das war krach. Das ist in Mühlheim krach. Okay, pass auf, wie heißt er? Ich kann dir helfen. Der weiß nicht, ich weiß Antwort B, aber wollen wir zusammen ein Lied singen? Das könnte dir helfen. Ich singe das einmal vor, wir haben abgeschlossen, kann keiner weglaufen, egal wie schlecht wir singen. Das Lied geht folgendermaßen. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday, Liebe. An der Stelle fällt dir dein Name ein, wenn du ihn ausgesprochen hast, ist er sofort wieder weg. Nicht mehr da. Alles klar? Wie heißt du? Die klatschen noch alle mit. Pass auf. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday, liebe Vivian. Vivian, dann Applaus, Hummer. Aber warte. Das ist kein Grund, so zu eskalieren. Wie heißt du? Weiß ich, ja, okay. Das habe ich gespeichert. Ja, was machen wir damit jetzt mit der Info? Magst du dich einmal so an mich anlehnen und tief Luft holen? Schlaf tief und fest, du fühlst dich vollkommen wohl, vollkommen sicher, vollkommen relaxed. Wecke ich dich gleich, indem ich dir mit dem Finger auf die Stirn tippe, sage ich dir, kannst deine Augen öffnen, du wirst nicht richtig erwachen, aber die Zahl 3 ist aus deinem Gedächtnis gelöscht, nach der 2 kommt direkt die 4, die 3 nicht mehr warten, puff, puff, einfach nur wieder nach der 2 direkt die 4. Hey, wo kommst du nochmal her? Mühlheim. Wie viele Finger hast du an einer Hand? Wollen wir mal, ich tippe drauf, du zählst mal locker durch. 1, 2, 4, 5, 6. Wie viele Finger hat man insgesamt? 5. Und beide Hände zusammen? 10. Zeig mal die andere Hand. Zähl mal durch. 1, 2, 4, 5, 6. 6 und 6 ist wie viel? 12. Dann hast du wohl 2 Finger zu viel. Aber ich bin auch ein Zauberer. Immer beide Hände nebeneinander, wir zählen mein 1 durch. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einer weg! Ganz kurz übernachten. Schick mir mal die Polizei los. Die Polizei muss nochmal lachen. Polizei, geh mal los. Auf jeden Fall aufpassen, ne? Okay. Das ist 1 plus 2. 1 plus 2 ist 4.
Doch immer ganz die Flucht, stehst gerade auf sicheren Fässern. Mit jedem Atemzug gabst du entspannt ein und angespannt raus. Und der Großmaster fehlt. Ach, der Großmaster fehlt. Warum muss ich den denn stehen? Ich würde ihn mal eben ab. Der Polizist passt auf, den haben wir gleich. Das ist immer in seinem Job sehr, sehr ernst. Kommst du einmal mit in die Schule los zurück? Komm mal mit. Komm. Nimmst du mal Platz auf dem Stuhl, bitte? Und wenn du den Stuhl mit deinem Rücken berührst, sinkst du noch 10-mal tiefer und sitzt sicher auf dem Stuhl. Schlaf tief und fest. So, der Polizist, die braucht ja mal Hilfe, hier lacht einer auf der Bühne. Wo ist er? Komm mal schnell, die hört nicht auf. Hier. Ja, setz dich mal daneben, jetzt hat er die Augen zu dir, versteckt sich vor dir, siehst du? Mach mal, kann man den Arm hoch? Schlaf tief und fest. Immer tiefer trinkst du, das angenehme, sichere, entspannte Hüften. Ich zähle jetzt gleich, von 1 bis 3, bei der Zahl 3 geht dein linker Arm. Senkrecht zur Decke wird immer leichter und immer schneller geht er nach oben. Je schneller er hochgehen kann, desto schneller und tiefer sinkst du. Dieses angenehme, sichere Gefühl. 1, 2, 3. Immer leichter mit der Arm, immer höher steigt der Arm. Großartig. Immer weiter, immer höher. Und wenn ich dich berühre, steigt auch dein Arm. Immer höher zur Decke wird immer leichter. Großartig machst du das. Immer höher, immer weiter. Vollkommen sicher, vollkommen relaxed. Vollkommen entspannt. Immer höher steigt dein Arm. Immer weiter geht dein Arm nach oben, immer weiter, immer höher. Großartig. Ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 streckst du den Arm so hoch nach oben aus, so als wolltest du mit den Fingerspitzen die Decke angreifen. 1, 2, 3. So hoch du kannst, so weit du kannst. Wunderbar. Und genau jetzt ist der Arm fest in der Position verankert, in der er sich jetzt gerade befindet. Der Arm lässt sich aus dieser Position nicht mehr wegbewegen. Je mehr du es versuchst, desto fester verankert sich der Arm in genau dieser Position. Der Arm geht erst dann wieder runter, wenn du an meiner Bar, ach nee, der Arm geht erst dann wieder runter, wenn du den Saloon durch den Haupteingang verlassen hast. Vorher bleibt der Arm in exakt dieser Position fest verankert. Was ich jetzt sage, ist nur für die Leute im Saal bestimmt. Wenn du auf der Bühne bist, ist dir das total egal. Tut mir leid, gefallen. Schau nicht an den Arm, reiß da nicht dran, mach da keine Kinder dran fest. Oder am Rucksack. Das tut denen tatsächlich weh. Der Arm geht wirklich erst wieder runter, wenn ihr den Salon durch die Haupteingangstür verlassen habt. Ihr dürft die gerne dabei filmen, auslassen und denen die Videos der Show zeigen. Denn die glauben euch eh nur die Hälfte. Und viel wichtiger, wenn die gleich ihre Augen aufmachen, dann rastet aus für eure Freunde. Gebt denen den dicksten und wärmsten Applaus, den ihr auf Lager habt. Denn das waren die, die für euch hier die halbe Stunde zu dem gemacht haben, was sie waren. Und ich brauche gleich, wenn die ihre Augen aufhaben, zusätzlich einen dicken Applaus. Für Max und Micha an der Technik und für Sarah und Marco, die mich hier beschießen und mir lustige Sachen bringen und dafür sorgen, dass ihr bei Instagram und Co. unheimlich viel Sachen der Shows sehen könnt. Like dafür einfach mein Instagram-Account Stefan Nölle und dann verpasst ihr auch gar keine Auftritte mehr von mir und gar keine Videos. Ich zähle jetzt von 5 bis 1 rückwärts. Mit jeder Zahl kommst du dem Hier und Jetzt immer näher. Mit jeder Zahl fühlst du dich ausgeschlafen und pudelwohl. Du fühlst dich emotional positiv aufgeladen und hast richtig viel Spaß. 5. Du spürst, wie die Energie in deinen Körper zurückkommt. 4. Mit jedem Atemzug atmest du Entspannung ein und Anspannung aus. 3. Du fühlst dich jetzt schon so, als hättest du 6 bis 8 Stunden geschlafen, fühlst dich pudelwohl, bist ausgeschlafen und richtig gut drauf. 2. Wenn ich gleich die letzte Zahl nenne, dann kannst du deine Augen wieder öffnen. Alles ist von dir genommen, außer das Ding mit dem Arm, der bleibt fest in der Position, in der er sich jetzt gerade befindet. 1. Augen auf alle, herzlich willkommen! Hi! Ja, das bin ich nicht. Sind wir jetzt 1 bis 2? Kann ich gut freuen. Ich frage dich. Hi! Du bist ein sehr spaßbefreiter Mensch, ne? Eigentlich nicht. Ja, du hast hier jeden zusammen geschissen, der gelacht hat. Kannst du mir noch mal gefallen, warum kannst du den Stein mal hier wegräumen? Den da? Ja. Ist das einfach? Stimmt. Bestimmt. Ne? Was mit deinem Arm, musst du was sagen? Nee, nicht. Weil du aufzeigst. Und geht? Ja, habe ich mir kurz Sorgen gemacht. Du hast das angezogen, hast dir fast in die Hose gemacht, hast gesagt, geht nicht. Okay. Ich fand's lustig, kannst du bei YouTube sehen. Nein! Wenn wir ein bisschen Musik machen, tanzt du schön für mich? Ja, sicher. Hast du auch, war richtig schön. Kann ich die Pistole wieder haben, die du meinem Neffen geklaut hast? Ich bin ja gerade wundert, was mit eurem Arm los ist. In 2, 3 Wochen geht ihr wieder runter.
müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, tut mir alle gefallen. Kommt zu mir, kommt an den Bühnenrand, lasst euch feiern, das sind eure Freunde, das ist euer Applaus. Ja, es war mal wieder ein schöner Besuch bei Stefan Nölle und wie gesagt, jede Show ist so ein bisschen abgeändert. Es gibt ein paar Nummern, die dazukommen, ein paar Nummern, die nicht dabei sind. Also der wechselt halt immer so zwischen seinen Repertoire. Aber auf jeden Fall, das sind jetzt die allerletzten Shows, das heißt, die rasten nochmal so richtig aus, der Stefan, mega Bock. Es war wirklich mega lustig. Normal lache ich nicht so krass in dieser Show. Aber gerade war echt mega gut. Allein die Lachpolizei. Das ist so eine geile Idee einfach. Und ja, jetzt sind wir aber auf dem Weg Richtung Ausgang. Es ist sehr neblig im Moviepark und voll ist es immer noch. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt leider den Park verlassen. Also, wir sehen uns jetzt am Haupteingang und dann machen wir auf jeden Fall das Resümee des heutigen Abends hier im Moviepark. Bevor es noch ausgeht, einmal nochmal die Mapping-Show für euch. Die letzte für diese Saison. Aber es gibt nächstes Mal auf jeden Fall. Also, dann jetzt für euch Horrorwood Rises. Kobold. Kobold. Ihr sollt sterben! Vor allem du, ne? Ja.
Feierabend. Meine lieben Freunde, es ist an der Zeit gekommen, sich jetzt tatsächlich ein für alle Mal von der Halloween-Saison zu verabschieden im Jahre 2022. Und ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal in den Moviepark fahren werde, und zwar noch Mitte November. Hätte ich nicht gedacht, aber hey, einfach einen spontanen Ausflug hier mit unseren Freunden. Von daher dachte ich mir, komm, ich mache so eine Art Demiere-Vlog für die Halloween-Saison und auch hier für den Moviepark. Und ja, was soll ich sagen? Es war eine sehr spannende Halloween-Saison und ich rede gleich weiter. So, jetzt rede ich weiter. Ich wurde nämlich wieder von der Stimme unterbrochen. So, aber auf jeden Fall, ich ziehe das Resümee von der kompletten Halloween-Saison. Es war eine mega krasse Halloween-Saison mit sehr vielen geil, echt wirklich geilen, schönen und lustigen Momenten. Wir hatten das Fan-Day im Toverland. Wir konnten uns Maison de la Magie Backstage anschauen mit einer Gruppe von ja, knapp 30 Leute waren wir. Danach haben wir den Moviepark besucht. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Halloween Maze, die mega viel Zeit in Anspruch genommen hat, mit Errichten, Bau, Planen und dann die Durchführung an dem einen Abend. 6 Stunden haben wir durchgezogen bei uns zu Hause. Danach waren wir wirklich Fritte gewesen. Also auch auf dem Kanal mal gucken, unsere Horror Maze. Und dazu gibt es auch noch ein Making-of und ein Vlog, wo wir die ja, Maze geöffnet haben. Aber auf jeden Fall war es eine sehr schöne Saison 2022 und ich freue mich auf die nächste Halloween-Season hier in Deutschland, im Moviepark oder wo auch immer wir sie erleben werden nächstes Jahr. Und natürlich auch wieder unsere Maze, die höchstwahrscheinlich wachsen wird und zwar riesig sein wird. Wir werden eine riesige Halle dafür benutzen, denn dieses Jahr war echt Katastrophe. Wir mussten Leute nach Hause schicken, 2 bis 3 Stunden Wartezeit hatten wir. Das geht nicht, deswegen müssen wir gucken, dass wir eine Halle nehmen, um alle Leute quasi ja, zufriedenzustellen. Aber auf jeden Fall war es das hier aus dem Moviepark und dem Vlog von heute, dem Demiere-Vlog, Ende der Saison. Ich bedanke mich sehr herzlich an alle Mitarbeiter, an alle Kräfte, die hier tatkräftig unterstützen und hier das alles möglich machen in allen Freizeitparks, wo wir bis jetzt waren. Eifelpark dürfen wir auch nicht vergessen, waren wir auch noch. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann bald wieder hier auf dem Kanal Parktube und hoffentlich auch wieder aus einem Freizeitpark. Natürlich, was denn sonst? Der nächste wird wahrscheinlich, ich glaube, Europapark. Danach kommt das Phantasia. Nee, andersrum. Erst Phantasia, dann Europapark. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lächeln winkt nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder hier auf dem Parktube-Kanal. Bis dahin, meine Freunde, und ciao.